Hey Leute, heute geht's mir in dieses Video mal nur um den kleinen roten Traktor davon. Natürlich mit Fahrer von Bibi und Tina, wie auch immer der genau heißt. Denkt euch einfach Namen aus. So wird er dann bestimmt auch heißen. Eine ganz interessante Bautechnik bei diesem Traktor ist diese da. Die Slopes kann man von oben da nicht sehen, weil das einfach sowas ist. Das sind so Dinge da, die passen so gut zusammen, aber die kann man natürlich auch ein, zwei nach hinten versetzen. So, dann schließt es da sauber ab, aber dann passt es da wiederum nicht. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber so gehört es halt nun mal. Und dann sieht das Ganze so aus. Seht ihr den Slope da jetzt noch? Die Unterschiede? Das ist der Motor. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, da erstmal so ein 1x2 Klippi Luft zu lassen. Und das zeige ich euch gleich, wie es verbaut wird. Da ist noch so eine Hutze hinter. Verstehe ich auch nicht. Das, Und jetzt noch im direkten Vergleich. Die gleiche Hutze mal von Lego. Sogar noch mit so einem genialen Sticker, der einfach perfekt dazu passt. Aber steht überhaupt Lego irgendwo drauf dann auch noch? Da nicht, da auch nicht, da steht nirgendwo Lego drauf. Dieser nicht, doch da. Da kann irgendwo was draufstehen, aber kann man nicht sehen. Ist viel zu dunkel da drinnen. Da steht natürlich nichts drin, weil es ein Clippy. Aber die von Lego sind genauso, ganz genauso. Nur ist da unten vielleicht noch irgendwo was drin steht, kann man aber nicht sehen. Und es kommt dann so da rein. Und dann sieht es halt nochmal so aus. Und dann schließt es da so ab, einmal. Und dann auch so auch noch eine geniale Konstruktion. Diese eine Fliese und dieses eine auch sowas, nur mit Noppe dran. Seht ihr das? Warum das so ist? Und es passt genau. So. Und diese dunkelgraue Clippy hat auf eine Seite nur so einen Schlitz dran, auf die andere Seite dagegen so ein Muster, so also zwei Schlitze mehr noch. Da werden jetzt zwei noppenlange Clippies irgendwie verbaut. Also, es wird jetzt komplett zugemacht dann, ne? Diese 2x4 Clippy kommt dann 1, 2, 3, 4, kommt dann genau da drauf. Da steht dann am Ende gar nichts über. 1, 2, 3, 4. Steht dann gar nichts mehr über. Das passt da ganz genau. Seht ihr das? Und nur so kann man das noch sehen, aber da kann man sowieso nicht hinschauen. Außer vielleicht bei der Verpackung da, oder? Sieht man das? Ist überhaupt oben oder unten? Das ist dann oben, aber da oben kann man es nicht sehen. Und das ist dann die eine Seite von diesem dunkelgrauen Clippy, wo nur ein Schlitz ist. Und es ist die andere Seite vom gleichen dunkelgrauen Clippy, wo zwei Schlitze mit dazugekommen sind. Da. Und
Das muss so sein. Und ich finde es gut, dass Clippies die Angriffspunkte direkt auf die Noppen drauf haben, weil dann passt es besser zu den Lichtern da vorne. Und in diese Technik kennen wir ja noch von Lego. Das war bei Dino 2000, wo dieser Dino und dieses Ei da irgendwie noch, dieses Eimobil-Skettenfahrzeug noch mit dabei war. Und ich dachte, wenn ich eh schon hellgraue Noppenpins von Lego in die Räder mit reingesteckt habe, dann könnte ich gleich noch kennt ihr noch diese Dächer da? Es sind eins so und eins so, das sind so Slopes halt eben. Das sieht dann so ungefähr aus. In Rot. Nur, dass die zwei Spitzen sich dann da in der Mitte treffen und das da eine Seite ist, dann geht es dann noch so runter. Also diese zwei dann halt so ineinander verschoben irgendwie so. Dass der richtig spitzig zuläuft und seitlich und auch von einer Seite, also von drei Seiten. Also 1, 2 und 1, 2 und es trifft sich dann alles da und hinten ist dann gerade runter. Und das wollte ich noch dahin bauen, weil ich dachte, auch wenn es über die Noppen raussteht, passt es ganz gut zu diesen Teilen da, zu diesen abgeschrägten. Und das Lenkrad, das muss man extra zusammenbauen. Ach, da ist ja die Anleitung. Was suche ich denn da groß? Ach, da ist es ja schon. Perfekt. Das muss man einzeln zusammenbauen. Also in Lenkranz muss man da ernsthaft. Hoppala, bin ich schon zu weit? Wo wird denn es gebaut? Da wird es gebaut. Da muss ich ihn zeigen. Da wird der Lenkranz auf das Ding da drauf gesteckt. Und das Platte da kann man, glaube ich, nicht sehen. Das gehört da so. In der Anleitung ist es auch so abgebildet, das Platte ist, und auch da auf dem Karton. Und ich finde einfach, ja, okay, ein Problem, was bei dem Traktor ist, ist die Reifen. Das sind halt eben so Reifen, die so Speichen auf eine Seite haben. Ist beides die gleiche Richtung, weil das Profil ist nicht auf beiden Seiten gleich. Und ja, zwei so rote, einmal eins Slopes wäre noch schön, damit die Noppen da weg sind. Aber da zum Beispiel müsste Noppen sein. Und da auch, damit der Fahrer drauf sitzen kann und nicht vom Sitz runterfällt. Und so, jetzt ist er stabil. Und hoppala, was macht denn der da? Ist nichts passiert. Und da müssen noch zwei Noppen frei sein, damit der Fahrer etwas Fußraum hat, weil es soll realitätsnah bleiben. Und unter dem Sitz muss alles frei bleiben, damit es so ein Fehleffekt hat, aber ich glaube eher weniger, dass das mit Fehlern zu tun hat, sondern eher, weil es einfach die Bauweise von roten Traktoren ist. Weil so kenne ich das auch nur. Und da hinten, die Rücklichter sind die gleichen wie die vorderen Lichter, nur in einer anderen durchsichtigen Farbe. Und da sind die Noppen sehr wichtig, damit die Lichter an die Noppen befestigt werden können. Weil es ist so, werden die Lichter da hinten dann befestigt, wie auch da bei Lego ganz oft gemacht wird. Und da vorne irgendwo habe ich so ein scharfkantiges Teil gefunden, wo bei der Noppenaufnahme die Kante so scharf war, dass es schon splittert. Aber ich finde das Teil irgendwie nicht mehr. Und dann an der rechten Seite, da war tatsächlich ich das. Da habe ich so eine
Ist es da überhaupt? Na, es ist da weiter oben. Das ist weiter oben, oder das ist der 4x4. Nee, ich glaube, da ist es. Da, genau da ist es. Da habe ich so eine 1x4 Clippy eins zu weit nach hinten gesetzt, dann wollte ich es wieder abmachen, um es weit nach vorne zu setzen, damit es wieder richtig ist, weil ich es falsch gemacht habe. Und beim Abmachen habe ich es nicht geschafft und irgendwann habe ich es geschafft und dann ist es abgebrochen. Das war ich, aber das Teil vorne irgendwo drin, das war ich nicht, weil ich habe das auch nicht abmachen müssen, weil ich das schon gleich richtig gesetzt habe. Nur beim Anfassen habe ich schon gemerkt, dass da irgendwie so eine Kante ab ist und ich finde mit so hellgrauen Lego-Noppenpins passt es am besten zum Design von diesem Rad. Vorne ist egal, weil da kann man die Reifen austauschen.